hier hören. Vor allem letzten Zeit sehr viel. 10 bis 15 Mal am Tag. Und so wird man dann schon hören, wo man aber ist. Die Masche ist immer die gleiche. Eine Firma versteckt gewinnen und das Loch geschickt die Kontonummer. Bevor ich morgen die Euro und Millionen, die wollte ich mir das kochen. Und ich habe gedacht, oh, ob ich da mal nicht spülen möchte. Das habe ich gesagt, nein. Einiges Mal und immer wieder und immer wieder haben sie halt umgeworfen und dann habe ich gesagt, ja gut, man hat probiert, das haben wir nicht. Der Gewinn könne angeblich nur überwiesen werden, wenn man vorher selber kleine Beträge in irgendein Spiel investiere. Aber Gewinne hat es für die Pensionisten nie gegeben. Stattdessen haben gleich mehrere völlig unbekannte Firmen abgebucht. Hast du in einem Monat abgebucht? Die Weichslers haben eine Weile gebraucht, die illegalen Abbuchungen zu bemerken. Innerhalb eines Jahres sind rund 1600 Euro vom Konto verschwunden. Ohne schriftliche Einzugsermächtigung. Die Pensionisten mussten sogar ihre Kontonummer ändern, weil immer neue Firmen ihnen Geld weggenommen haben.